Hallo und willkommen zurück bei FIFA 19. Und jetzt wartet das Spitzenspiel auf uns. Uerdingen gegen Preußen Münster. Wir schauen mal noch in die Mannschaft. Ja, scheinen eigentlich alle fit zu sein. Wir lassen mal Hofmann. Für wen hatten wir Dings spielen gehabt? Für Tetzel, oder? War schon gerade mal noch da. Jawohl. Ich glaube, für Tetzel hatten wir Müller spielen, ne? Aber Müller ist noch nicht ganz fit. Also spielen wir, denke ich mal, mit der Aufstellung, die wir jetzt haben. Wir bringen mal Wiebe. Oh, da ist Großkreuz. Habt ihr ihn gesehen? Unser guter Freund Kevin Großkreuz. Wer kennt ihn nicht? Und ja, also ich denke mal, es hängt heute viel davon ab. Gewinnen wir, verlieren wir. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel und Wenn wir diese heute Partie gewinnen, hätte besseres kommen Wetter wir oben auf jeden erwartet. Fall ziemlich schnell dran. Wir Regnet, spielen mal nichts etwas zu ändern, Wolf. defensiver. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen, auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sie agieren Ah, die heute erste ziemlich Flanke von offensiv, würde ich Uerdingen sagen. Auch wenn sie gleicht doch eher nominell nur unseren eine Spitze Flanken. aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und da haben wir die Wir haben ja jetzt Startformation die der Taktiken Gäste. geändert, also vielleicht haben wir Glück. Herzstück Oh. dieser Formation Ich schau kurz nochmal, ob die Defensivaufstellung ist gespeichert, ist okay. natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu Oh. agieren. Das war knapp, Leute. Jakob Brünn-Larsen. Klasse Defensivleistungen. Zuletzt. Schöne Aktion. Jetzt mal ein schöner Und Steilpass auf Grinic. Drillich. Gleich ein bisschen fest. Gute Flanke. Tor. So, geht er gleich gut aus Geil. hier. Frühes Tor, So das geht's schön wird gute los. Nach Taktik. 6 Minuten Dadaschow durch Vorarbeit von Trimmitsch. So wünsche ich mir das mal. Ein schöner Angriff und auch mal direkt das Tor. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschieht. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst Und ist noch dann schön in den Winkel in der geschossen. Kurzzeit. Hier nochmal dieser Treffer. Ah, Dadaschow hat einen neuen Treffer und Trimmitsch einen neuen Assist. Tor Nummer 6. So Sie langsam sind jetzt könnte er also sich in vielleicht Führung. so sogar 1-0. in die Torschützenliste reinschieben. Muss ja noch ein paar mehr Wow. schießen, aber... Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Foul, ja. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Dann kommt jetzt wohl das Gegentor. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Gefahr erstmal Oder auch bereinigt nach nicht. dieser Hereingabe. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Oh. Ja, Tja, hat er wie sich ist den es, Ball... Oh, Adelise? Fußball ist läuft unser auf. Leben? Toll. Also die Fans hier würden das sofort unterschreiben. Ja, hör dir diese Stimmung an. Das ist einfach nur klasse. Ah, schade. Gut aufgepasst, Habe ich der auch nicht mehr damit Abwehrkeeper. gerechnet, dass er noch den Ball hat. Aber was will man machen? Klasse Pass jetzt. Komm, Schnitzler. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich genau nach Plan. Aber wie der Fußball so ist, man kann halt eben nichts planen. Schöner Ball auf Dardaschow und den muss er jetzt eigentlich Jetzt machen. gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, was war Da geht er das? im Strafraum Oh, hin wird er und noch dazwischen, geblockt? aber gut gemacht, kein Das war Foul. wirklich schöne Abwehrarbeit, muss man echt sagen. Muss man lobend erwähnen. Schwache Aktion, Ballverlust. Das war wirklich schön. Und hindert so Dadaschow am 2-0. Es wird uns wahrscheinlich noch Daube. bitterböse zu stehen kommen. Kommt jetzt die Flanke? Da passt das super auf und hat den Ball. Da wollte ich wieder zu viel. Ich hätte vielleicht früher Jakob schießen Brünn-Larsen. sollen. Und jetzt haben Sie den Ball. Konrad. Daube. Die Chance jetzt. Oh, Oh, das ist schön. knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht.
Ja, war aber trotzdem mal ein schöner Angriff von Uerdingen. Daube. Danilo Wiebe. Jakob Brünn-Larsen. Ah, Larsen. Das war doch zu einfach. Tor, oh. Schnitzler, super. Der Ball kommt rein. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem. Ja, nach dem 3:0 Erfolg in Osnabrück. Die Mannschaft wieder voll motiviert. Philipp Hofmann. Oh, was war das denn, Hofmann? Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ich glaube, da war Cuisance selber überrascht, dass er den Ball noch bekommen hat. Jetzt müssen sie aufpassen. Und damit ist der Ball weg. Ja, wir müssen auf das 2:0 tippen. Drücken. Wir tippen. Tippen wäre natürlich noch cooler, wenn wir das hier könnten, aber das geht ja leider nicht. Sehr gut aufgepasst. Wenn wir das 2:0 machen, dann haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe drin. So ist es natürlich immer wieder gefährlich. Das frühe Pressing jetzt. Oh, schön, Trimic. Jawohl. Und Trimic und Dadaschow da vorne machen ein wunderbares Sturmduo heute. Ja, die Fans freut das nicht von Uerdingen. Man hört schon üble Pfiffe. Aber Trimic sitzt sich hier auch wunderbar durch. Und dann schön das Auge für Dadaschow. Der armenische Nationalspieler macht, was er kann, Tore schießen. Und Tor Nummer 7. Gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Maro. Daube. Großkreuz. Die neue Taktikmaßnahmen scheinen sich bewährt zu machen, die ich eingestellt habe. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Bis jetzt klappt es auf jeden Fall mal. Super Aktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Taktik liegt oder ob Uerdingen einfach nur schlecht ist heute. Aber bis jetzt muss ich sagen, läuft es eigentlich da ziemlich kommt gut. Die Anzeige zur Nachspitz. Jetzt ist er durch. Jetzt schießt er. Total verrückt, Alter. Nix zu halten hier. Hattrick Dadaschow. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Daube. So kann man doch schön in die Halbzeit gehen. Fängt diesen Ball ab. Ach, schade. Ob diese Partie wirklich noch mal ja, so freut mich das. Also das ist ja jetzt mal angenehmer Fußball hier. Wie sieht es bei den anderen aus? Wen liegt hinten gegen Würzburger Kickers? Sehr gut. Und Karlsruhe ist nicht dabei. Aber in Wien Wiesbaden verliert, wäre natürlich optimal. So, wir holen mal Brünn-Larsen raus. Hat heute nicht das beste Spiel seiner Karriere bis jetzt gemacht. Hatte schon bessere. Aber hat natürlich letztens das Tor geschossen. Sein erstes. Ist kein schlechter Junge, aber heute kommt er irgendwie nicht ins Spiel. Philipp Hofmann. Und da ist der Ball wieder weg. Und die Situation geklärt. Trimic. Ah, jetzt mal ein schlechter Ball von Trimic. Das kann natürlich nicht immer alles wunderbar laufen. Aber wir drücken gut, wir bedrängen die Gegner. Holen immer wieder Einwürfe raus. Verursachen Fehler beim Gegner. Genauso wünsche ich mir das. Und jetzt die Chance. Ah. Was für ein Reflex. Einfach diesmal nicht. Eine tolle Aktion. Ah, da, Schoff, wir wollen es auch nicht übertreiben. Da kommt die Ecke.
erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Was war jetzt? Ah, Vorteil. Philipp Hofmann. Nein, ah, der passt heute eigentlich auch auf. Trimmitsch kommt, scheiße. Hat da schön freigestanden. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Gibt Einwurf. Der Kopfball geht ins Seitenhaus. Wir bekommen jetzt einen Wechsel. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem taktisch aussieht. Super Schnitzler. Erstmal rausgeforstet. Er schießt. Danilo Wiebe. Schönes Pressing jetzt. Ah, da läuft er ein bisschen zu weit. Schön dazwischen. Aber der Ball ist wieder bei uns. Mit dem Ball am Fuß. Er macht das Spiel schnell. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Schade. Konrad. Ja, unsere Offensive ist heute echt Bombe drauf. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Guter Pass. Gehalten. Und an Schnitzler kommt man halt eben so schnell nicht vorbei. Das hier ist ein so wichtiger Sieg. Cool. Er ist noch heiß. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Schöne Aktion. Josip Drmić. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schießt er ihn rein. Das ist die Chance. 4-0. Schade, Drmić darf irgendwie nicht, aber Hoffmann trifft mal wieder. Und genau so musst du reagieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch als Vorlage zählt. Ich glaube es eher nicht. Hoffmann auch mit seinem sechsten Saisontor. Also damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht gerechnet. 4-0 gegen Uerdingen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Er bekommt Hilfe. Er zieht ab. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Super Pass. Er bleibt mit einer jetzt vielleicht. Ah, hallo. Geht der da rein? So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger. Da kommt der Pass. Josip Drmić. Schöne Aktion. Er schießt. Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Ja, wir können ja jetzt ein bisschen spielen hier. Es geht ja jetzt eigentlich um nicht mehr viel. Vielleicht noch um ein Tor oder sowas, aber... Da können Sie erstmal klären. Das Spiel ist jetzt durch. Das Einzige, worum es noch geht, vielleicht kein Gegentor zu bekommen. Eigner. Großkreuz. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Und da ist der Ball wieder weg. Da kommt der Schuss. Kein guter Abschluss hier. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Ball ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Ein wenig ist die Luft raus aus dieser Partie. Der Spielstand ist eindeutig und so warten hier beide Mannschaften auf den Abpfiff. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben sie den Ball verloren. Konaté Hullner. Nein, so wird das nicht so, Schnitzler, ganz ruhig. Lass erstmal alle nach vorne laufen.
Aktion, Ball ist weg. Oh, oh. Kein gutes Timing. Ah, okay, einmal frei. So, jetzt bringen wir noch einmal Heidmann und dann war es das. Bei Preußen Münster. Der Trainer erhofft sich natürlich, dass sich diese Umstellung jetzt positiv im Spiel bemerkbar macht. 2 Minuten oh. Bekommen wir. Oh, das sieht nicht gut aus, könnte Geld geben. Oh, Hoffmann, in der letzten Minute. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, war unnötig. Aber wir bekommen ja normal nicht viele gelbe Karten, von daher ist das hier mal nicht so schlimm. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Konrad. Und jetzt ein Schuss. Aber heute kommen sie auch an Schnitzler nicht vorbei. Jawohl. 4-0-Sieg gegen Uerdingen. Wer hätte das von dem Spiel erwartet? Ich nicht. Ich auf jeden Fall mal nicht. Trimmitsch und Dadaschow holen Uerdingen auseinander. Weltklasse. Wirklich, muss ich echt sagen, Weltklasse. Und wen hat verloren? 2-0. Saugeil. Entschuldigung. Ui. Da kommt die Erkältung. Die Erkältung kommt durch. Ah ja, kann mal passieren. So, Dadaschow hat sich auf jeden Fall das Training verdient. Trimmitsch selbstverständlich auch. Aber der bekommt wieder Ausdauer. Super Schnitzler, wieder ein bisschen besser geworden. Unser Torwart mutiert hier echt über sich hinaus. So. Dann gehen wir mal zu Aalen. Monatlicher Jugendbericht brauchen wir nicht. Nächste Transfersphase. Philipp Müller. Ja, immer nur meckern. Anstatt zu fragen, ne? Wenn der jetzt fragen würde, lass mich bitte spielen. Würde ihn spielen lassen, ist ja kein Problem. Auch hier die Spieler des Monats Trimmitsch. Dadaschow und wer ist der andere? Könnte Philipp Müller sein, hä? In einem Duell zweier Verfolger des Tabellenführers konnte sich der vor Spielbeginn zweite nicht durchsetzen. Preußen Münster war überglücklich. KFC Uerdingen die 3 Punkte gestohlen und so die eigene Ambition unterstrichen zu haben. Steht sonst noch irgendwas Neues? Ah ne, Moritz Heinrich könnte es auch gewesen sein. Die Akteure der Woche. Nein, es war Müller, definitiv Müller. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Wir schauen uns jetzt mal die Tabelle an. Sind auf 2 Punkte rangekommen. Jetzt spielen wir gegen Aalen, gegen Tabellen 8. Karlsruhe hat ein Spiel weniger, aber da haben wir jetzt auch schon 2 Punkte Vorsprung. Oh, Cottbus letzter. So. Schauen wir jetzt nochmal kurz in die Torschützenliste rein. Ja, da hat sich Dadaschow jetzt hineingeschoben mit 8 Toren. Auf Platz 14. Nicht schlecht. Wien Wiesbaden dominiert da oben aber. Karlsruhe Grimaldi geht auch brutal. Karlsruhe sage ich 1860. Grimaldi von 1860 geht auch brutal ab. Den hätten wir besser mal behalten. Und Trimmitsch auf Platz 2 hochgeschraubt. Kurz hinter Daube von Uerdingen.
Ja, und Schnitzler bleibt weiter dran. Kolke müssen wir auf jeden Fall mal ein Tor reinschießen, wenn wir gegen wen spielen. Am besten wäre natürlich, wenn wir jetzt 0 gewinnen. Aber ein Tor reicht natürlich auch schon. Und gelbe Karten. Vielleicht hat sich Hoffmann mal reingemischt. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, die Mannschaft ist. Ja, vielleicht holen wir Scherder, gönnen wir dem mal eine kleine Pause. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.